Und schon geht es wieder weiter bei Björn, aka BP Motorentechnik, der ab sofort auch bei Instagram ist. Also ihr könnt ihn dort tyrannisieren. Nee, könnt ihr nicht, weil ich befürchte, die Kommentarfunktion wird auch sein. Definitiv. Aber es gibt auf jeden Fall jede Menge coole Sachen aus seinem Alltag dort immer zu sehen. Hat er zumindest versprochen. Wir gucken mal, was passiert. Wir haben endlich mal wieder ein bisschen Zeit hier, uns mal mit anderen Projekten zu beschäftigen. Gab ja schon ein, zwei Videos, was wir mit dem X-Bow vorhaben. Nun geht es endlich weiter. Ich habe das Auto bisher mit Absicht nicht zerlegt, weil es halt eins der letzten Autos immer war, die halt immer funktioniert haben, immer einsatzbereit waren und so weiter. Deswegen muss ich das aber ändern und deswegen fangen wir jetzt mit dem X-Bow Motor an. Ist ja eigentlich keine große Sache, ne? Sag mal überhaupt nur einmal ganz kurz, was für ein Motor in diesem X-Bow drin ist. Die meisten kennen ja nur KTM X-Bow, haben aber keinen Plan. Okay, ich weiß eigentlich nur, dass da ein 200 PS drin war und der CDL-Motor, der vom S3 bzw. Cupra, was auch immer, Golf 6R. Ja, ich meinte es eigentlich noch ein bisschen einfacher. Also in dem X-Bow ist eigentlich einfach nur ein VW Audi. Ach so. Vierzylinder, 2.0 TFSI. Ja. Direkt Einspritzer. Genau, so wie es mit Golf 5 GTI anfing sozusagen. Immer der Zahnriemenmotor. Genau, Zahnriemen. Ich glaube nicht, dass in dem mal ein Kettenmotor verbaut worden ist. Nee, war immer Zahnriemen. Ja, das ist der Motor, den und du bist ja eigentlich auch mit dem Motor groß geworden. Also du hast ja TFSI-mäßig auch schon einiges gemacht, ne? Kann man so sagen, ja. Das ist ja sogar auch mein alter Motor. Und genau deswegen muss ich nämlich zum Glück den Motor aus dem X-Bow erst nicht ausbauen, sondern wir können diesen Motor einfach fertig machen. Der war bei dir in dem Golf 5 GTI drin. Genau. Das ist ein Edition 30 Motor. Mhm. Es gibt da leichte Unterschiede am Block. Die kann man erkennen, die S3 Edition 30, also alle über 200 PS, haben noch an den Zylinderwänden noch so zwei Querbohrungen zur Kühlung. Das so sieht man an dem Block so den Unterschied. Die Pleuelstangen sind definitiv anders, die sind dann alle auf 21 mm Kolbenbolzen und das Pleuel selber ist sehr stabil ausgelegt. Die Kolben sind auch ein bisschen, haben weniger Verdichtung. Ich habe sie da auch ausgedreht und bin mit Original Pleuel gefahren, weil ich mit dem nur 400 PS gefahren bin und die Original Pleuel sahen mir relativ gut dafür aus. Okay, das heißt, hier sind schon mal neue Hauptlager reingekommen? Bei dem sind von meiner Seite, ich habe den nur zerlegt. Wann die Lager schlecht waren, habe ich sie neu gemacht. Das kann ich dir aber nicht mehr sagen, weil das ist jetzt, also den Motor habe ich vor um die 5 Jahren ausgebaut aus meinem und lief davor so 2 Jahre mal. Wir wollen ja später mit diesem TTE 480 Turbolader irgendwas so im Bereich 450, 500 PS fahren. Ja. Was müssen wir an diesem Zahnriemen 2.0 TFSI Motor machen, um die Leistung wirklich standfest zu haben, also wirklich Rennstrecke, egal wann wir wo immer ballern können? Ja. Also eigentlich kann man da nicht so viel machen. Das Einzige sind einfach die Verdichtung untersetzen und die Pleuelstangen. Die Pleuelstangen habe ich mal gehört, dass die ausgelegt sind für 500 Newtonmeter, aber woher diese Information kommt, das weiß ich auch nicht so richtig. Deswegen mit Pleuelstangen liegt man da nie falsch. Sonst hat der, der alles über 200 PS hat schon 12.9er Schrauben unten verbaut. Dementsprechend ist das eigentlich stabil genug. Die können wir auch drin lassen? Die könnt ihr drin lassen. Wenn ihr die Version, die du gesagt hast, ist das relativ einfach, indem man einfach nur die Kolben ausbaut, Pleuelstangen und neue Kolben einbaut und fertig. Und eventuell nachholen. Und wie hoch würdest du dann vom Block her sowas drehen? Das Problem bei den Dingern ist ja diese Kette, diese dünne Fahrradkette, die Ölpumpe und Ausgleichswellen antreibt. Die ist jetzt ein bisschen kleiner ausgelegt als die 1.8T-Pumpe. Man kann den ja zum Beispiel noch umbauen auf 1.8T-Ölpumpe und Ölwanne. Ist aber relativ viel noch außenrum zu machen. Ich habe mal gerissene Ketten gesehen. Und zwar bei DSG oder bei starren Schwungscheiben, weil beim Schalten diese ganze, wenn der Motor ganz schnell abgebremst wird, sind die Ausgleichswellen da drin. Du hast das Paket da ausgebaut, das hat natürlich relativ viel Gewicht und dann reißt die Kette und dann ist der Öldruck sofort weg. Das Feierabend, ne? Ja, also mit dem Aus, was hat denn das Ding, was für ein Getriebe hat das?
ist ganz normales 6-Gang frontangetriebenes Getriebe, wie es sonst wahrscheinlich im 5er GTI-Schalter drin ist. Also ja, wenn man dann... Plus Sperre. Okay, und 2 Massenschwungrad drin? Ja. Ja, dann, ich würde das auch so leiter lassen. Nee, das fliegt so. Leider raus. Okay, ja, wirst du sehen. Also wenn die Öllampe angeht, dann ist die Kette gerissen. Das ist auch einer der Schwachpunkte. Was ist mit Schwingungsdämpfer? Den Schwingungsdämpfer, den originalen, den kann man ohne Probleme fahren. Also mir würde jetzt ein Fluiddämpfer da nichts bringen. Der Fluiddämpfer bringt natürlich immer was, wenn du den Motor höher drehst und wenn du aus irgendwelchen Gründen etwas veränderst stark, dass man die Schwingung rausnimmt. Gerade jetzt, wenn du das sagst, so mit deinem Einmassenschwungrad, was du ja dran machen möchtest, hast natürlich deutlich mehr Schwingungen drin. Mhm. Also an meinem Golf habe ich ein Einmassenschwungrad mit einem Fluiddämpfer und ich finde im Verhältnis zu den anderen, klappert der nicht so krass im Leerlauf. Okay. Jeder kennt das ja beim 6-Gang-Getriebe, ein Massenschwungrad und es klappert so dermaßen im Getriebe. Ja, klar. Ja, weil einfach dieser Dämpfungseffekt weg ist. Ja. Okay, also muss Fluiddämpfer drauf, auch wieder was. Wir können ja einmal kurz zeigen, was du so zusammengestellt hast oder wie, was hier reinkommt. Ja, ne? Das Pleuel ist, Pleuel ist eh klar, wieder das typische Haarschaft-Pleuel, nur bei den TFSI-Motoren ist halt der Unterschied, dass die oben so trapezförmig abgefräst sind. Genau. Wegen dem Kolben, ne? Genau. Eigentlich hätte man gebrauchte Kolben nehmen können, aber wir hatten zu der Zeit, das sollte schnell gehen zu der Zeit, wir keine Kolben gehabt. So habe ich einfach neue Kolben bestellt von einem anderen Motorcode, vollkommen egal. Die sind sogar noch relativ leicht ausgelegt und ausgedreht und schon waren die Kolben fertig für Serienzylinder. Das ist sozusagen ist von Kolbenschmidt kommt der Kolben, ist ein bisschen, sieht ein bisschen anders aus als der originale Kolben, aber von der grundsätzlich, vom Grundkonstruktion ist er genau gleich. Gegossener Kolben mit Ringträger oben drin, das ist die Version. Wie viel PS und wie viel Drehzahl gibst du dem? Ich habe den eigentlich immer gesagt so 400 bis 500 PS. Mhm. Raphael ist glaube ich mal um die 600 PS, 20.000 Kilometer mit diesem Kolben gefahren. Mhm. Gebrauchte, die schon ein paar tausend, 10.000 Kilometer runter hatte, ausgerät. Trotzdem hilft das noch relativ gut. Also bin ich da irgendwo bei 450, 500 auf jeden Fall erstmal auf der sicheren Seite. Einzige wichtige ist, die Motoren dürfen nicht klopfen, weil sonst die Ringstege relativ schnell rausbrechen. Weil es ja einfach ein gegossener Kolben ist und das kann man nicht verbessern einfach nur dadurch. Wir können es ein bisschen verhindern durch die Einstiche hier, diese, wo die Detonationswellen sich so ein bisschen gedämpft werden. Ah, das ist original auch nicht? Nein, das ist nicht drin. Danke. Ja. Das kann man damit ein bisschen gegensteuern und durch die geringe Verdichtung, durch das Ausdrehen, hast du natürlich grundsätzlich mehr Reserve. Wo sind wir jetzt mit der Verdichtung? Meistens ist das immer so auf 9:1. Okay. Das lassen wir auch so oder lieber mit einer dicken Kopfsicherung oder so noch weiter runter? Nein, das will ich nicht machen. Das 9-0. Funktioniert eigentlich. 9-0 passt. Also ich fahre 9-0 in meinem und kann ohne Probleme. Eigentlich fährst du Fahrrad. Ja, ich habe ja noch den Golf GTI. Ne? Der ist fertig, aber ich fahre lieber Fahrrad. Auf jeden Fall, der hat 400 PS, 500 Newtonmeter und der klopft kein bisschen. Auch bei knapp 20 Grad, natürlich nur Normalsprit bei mir. Am liebsten würde ich ja E10 fahren, aber da wurde ich abgewürgt, das darf ich nicht fahren. Ja, also 9.1 ist eigentlich ein sehr guter Wert für die meisten TFSI-Motoren. Und Ansprechverhalten. Ich habe ja schon oft Fragen bekommen, bloß nicht runtersetzen, ich muss bei einer 10er Verdichtung sein für das Ansprechverhalten. Also an meinem Golf merke ich gar keinen Unterschied, keinen Unterschied. Es macht die Effizienz der Verbrennung, ändert es ein bisschen. Aber der Turbolader kann durch eine andere Verdichtung nicht auf einmal schneller ansprechen. Also wie soll denn der jetzt ein paar hundert Umdrehungen schneller hochdrehen, wenn die Verdichtung anders ist? Das Einzige, was man halt so ein bisschen merkt, ist, dass halt einfach das Grunddrehmoment von dem Motor im Saugerbereich schon weniger ist. Ne? Das stimmt, aber da bin ich fraglich, ob man das wirklich spürt, ob man 9:1 und 9,8:1, ob man diesen Unterschied merkt. Also beim Sechszylinder, beim RS4 merke ich auf jeden Fall. Wo ich jetzt gerade auch am Wörthersee mit dem 2,7er statt dem 3,0 gefahren ist. Das ist ja Hubraum. Genau. Das ist ja nochmal deutlich. Da denkst du, das Ding fährt gar nicht mehr so ungefähr. Ne? Ja. Aber ich weiß auch, sobald wir mit Verdichtung hochgehen, merkt man das auch immer. Okay. Kann man sich auch einbilden, ne? Ja, also bei den TFSI war das so, dass man durch Zündung alles wieder kommentieren konnte. Okay. Ja. Kolben, Pleuel. Genau. 21er Kolbenbolzen, das sind einfach die originalen vom Kolben. Ja. Die bleiben auch so. Können wir so nehmen, fertig. Die bleiben so, genau. Spatter Pleuel-Lager.
wie aus dem 1.8T, weil sie einfach immer auch für die Pleuelstangen passen. Mhm. Ja. Das heißt, das sind auch Spatter schon? Das sind Spatter, ja. Aus dem Zubehör gibt es sogar die tatsächlich. Von KS gibt es die und von Glyco gibt es die auch. Mhm. Die hast du ja noch mitgebracht, die hast du von mir, die hast du mitgebracht, glaube ich. Nee, beide mitgebracht. Aber die hast du von mir, ist auch egal. Ich weiß nur, dass Glyco ungefähr 100 mehr Lagerspiel produziert. Mhm. Ich würde lieber die einbauen. Dann bauen wir die ein. Ja. Ja, original sind diese schwarz beschichteten drin, Lagerschalen. Die funktionieren so R32-mäßig. Ja, die funktionieren auch gut bis zu einer gewissen Leistung. Auch beim TTRS sind die drin. Und dann irgendwann fängt es an, dann sind sie weg. Mhm. Kopf. Genau, Kopf. Ich überlege, schon. Wollen wir ja, erstmal einen Kolben einmal rausziehen. Ja. Dann zeigen wir einmal, wie original ist und wie Dings ist. Und dann kannst du mir gleich sagen, ob ich den Block holen muss oder nicht holen muss. Ja, okay. Was heißt denn original? Das Originalpleuel. Ach so, was heißt, okay, der Unterschied willst du vom Kolben sehen. Weil vom Kolben sieht man nicht den Unterschied, weil das ist mein Motor, der war ja sowieso schon ausgedreht. Mhm. So, danach kommen wir nämlich noch einmal auf den Kopf zu sprechen. Hat sich Björn nämlich auch ein paar Sachen überlegt und ich bin mal wieder Versuchskaninchen. Ja, ich? Du? Ich? Ja. Wieso nicht? Endlich mal ein Vierzylinder-Schrauben. Wieso hast du das überhaupt ausgebaut? Ach ja, das ist ja mein Block. Kann man noch mal schnell beim X-Bau, glaube ich nicht. Ah, guck mal hier, das sind noch die Original-Lagerschalen, die da verbaut sind, wie beim R32. Was? Das hat ja sogar eine optimierte Welle, habe ich da gemacht. Unglaublich. Dass ich hier wieder alles abstauben kann. Hintergedanke ist eigentlich, wir bauen jetzt erstmal ein Setup, was erstmal nicht so kompliziert ist, weil wir haben so viele Projekte und so weiter, aber schon ganz geil ist. Und dann kann man immer noch ausrasten, wenn der Rest fertig ist und nochmal was Cooles dafür bauen. Ne? Was sagst du, was ist so Leistungsgrenze für einen Vierzylinder? Was Sinn macht? Sinn macht. Also was Sinn wirklich fahrbar ist. Davon. Gar nichts. Nein, aber was schon so ähnlich. Ich finde, aber ich bin der Falsche, das zu fragen. Also ich finde, dieser 400 PS Golf ist immer okay, ist immer ausreichend. Ja, aber ich sag mal, angenommen, man würde 800 bauen, ist 800 dauerhaft? Nein, da muss man schon viel machen. Ich habe einen TFSI gebaut für Raphael mal in einem Scirocco mit 840 PS, glaube ich. Den habe ich jetzt einmal da zur Revidierung. Da muss man natürlich Aufwand betreiben. Mhm. Das ist eine Stahlplatte, kommt da drunter, Stahlböcke und so weiter und so fort. Aber dann kann der 800 dauerhaft? Der, ja, dauerhaft, du weißt das auch. Wenn du deinen jetzt RS4 auf der Autobahn dauerhaft Vollgas fährst, wie lange hält er? Ja, dauerhaft Vollgas nicht, aber das ist ja von der Literleistung hochgerechnet wie 1200 im RS4. Ja. Und das geht aber, das kann der. Das geht, ja. Aber nichts davon hält natürlich so wie ein Serienmotor. Mhm. Ja, man kann nicht erwarten, dass wenn man die Leistung abruft, dann hält er natürlich genauso lange wie ein Serienmotor. Mhm. Wenn man die Leistung abruft, hat man definitiv mehr Verschleiß und ja. So, hier haben wir auch schon die ausgedrehten Kolben, so bin ich gefahren damit. Mit den Original Edition 30 bzw. S3 Pleuelstangen. Und hier sieht man den Kolbenunterschied. Eigentlich von oben keins, weil die Kontur ist die gleiche, die ich da reindrehe. Bei dir noch ohne Äußere? Noch ohne Ringe gemacht. Und also von unten, Ringe heißt hier seitlich diese? Diese Nuten, ja. Und von unten ist der Kolben leicht anders. Das ist ein CDL-Kolben. Das ist eben der Zubehörkolben. Ganz leicht anders, aber es funktioniert. Wobei ja. der sieht so witzig aus hier so, ne? Ja, ich weiß, das ist relativ leicht gebaut. Ist das gut? Natürlich. Okay. Witzig ist auch hier diese gebrochenen Pleuel, ne? Ja, und dann natürlich Lagerschalen, die keine Nase haben. Ah, haben wir gerade im letzten Video noch drüber gesprochen. Ja, diese Nase ist, weil, ne, wenn du jetzt diese Pleuellager einbaust und ich mache das jetzt extra mal so, ja, guck mal, eins habe ich drin, ja super, jetzt mache ich das zweite. Ne? Also wie immer. Da kannst du dir vorstellen, das passt nicht so richtig übereinander. Das wird eine Kurbelwelle. Mhm. Diese hier muss man natürlich ausrichten. Sind aber sonst, ist die, dass die halten, ist definitiv durch die Flächenpressung.
Erklär bitte nochmal den Leuten, die werden sich jetzt alle denken, Alter, das sind ja kaputte Pleuel, ne? Ja. Warum sind diese Pleuel gebrochen? Man nennt die ja, glaube ich, auch Cracked Pleuel oder so. Ja, ne? Und das ist sogar relativ schlau, die Sache. Einziger Nachteil, man kann sie nicht instand setzen. Mhm. Man kann ja diese Bohrung nicht nur größer machen, niemals kleiner machen. Diese Pleuel werden gefertigt, indem sie, ich weiß nicht, in welchem Gang sie gebrochen werden, sie werden gefertigt. Geschmiedet, sind ja sogar geschmiedet, die Dinger. Mhm. Dann werden sie wahrscheinlich runtergekühlt und dann wird an der Ecke, werden sie tack, abgebrochen. Mhm. Dadurch, dass man diese Bruchstelle hat, passen die immer 100% übereinander wieder. Das ist ja die perfekte Zentrierung überhaupt. Mhm. Ne? Man braucht keine Zentrierstifte, man braucht gar nichts, weil das passt ja. Sind auch relativ große Schrauben so drin. Ja. Wenn ich sie jetzt einmal zusammendrücke, dann mal gucken, ob es geht. Ich kann es nur einfach an der Bruchstelle hochheben und dafür habe ich es wieder ab. Mhm. Das ist für die Serienfertigung natürlich super geil, weil man spart sich ein paar Schritte und spart Schritte. Hat sich entsprechend Geld. Hat sich irgendein schlaues Köpfchen irgendwo mal was beigedacht? Ja. Ich glaube, ich habe sogar schon Tuning-Pleuelstangen, Stahlpleuelstangen gesehen mit Crack. Von irgendeinem amerikanischen Hersteller. Man musste dann aber ordentlich dran brechen, dass die brechen. Kommt drauf an. Du musst einfach nur ein bestimmte Stoffe dazu geben, zum Beispiel Phosphor musst du dazu geben, in die Schmelze. Mhm. Und dann hast du eine Kaltbrüchigkeit. Wenn du das dann abkühlst auf minus 30, minus 40, okay. Ich weiß nicht, und dann bricht es. Bricht das sofort, ne? Ja. So, pass auf, jetzt gucken wir uns mal einmal hier den Zylinder an. Und du sagst mir hoffentlich, dass ich da nichts machen muss. Oh. Warte, ich hol mal die Lampe. Da Björn ja eh nie Vollgas gefahren ist. Wobei, nee, du warst ihn gar nicht, doch, warst du den selber gefahren oder nicht? Ja, ab und zu mal. Also nicht? Ich glaube, 2000 Kilometer bin ich ihn gefahren, in 2 Jahren. Also einmal Gas gegeben? Ja. Guck da rein, da ist ja alles noch da. Außer oben die Kante. Ganz leichte Riefen haben wir dort. Mhm. Das ist aber leider ein bisschen Dreckriefen. Mhm. Siehst du das da? Aber das kannst du mal gekonnt ignorieren, das Ganze. Also wir würden mit Durchhohen nichts besser machen. Nein. Ist jetzt ja auch kein Motor für die Ewigkeit, ne? Muss ich ja einfach so realistisch sagen. Nein, das ist okay. Hast du nicht bei dir zu Hause Flexo-Bürsten oder sowas? Theoretisch ja. Theoretisch ja. Kannst du dir aussuchen. Praktisch waren wir uns schon öfter mal ja gesagt, dass was man so mit Dreck unten reinspült, solange eine Kurwelle drin ist und so weiter. Ne? Haben das wir stimmt. uns ja auch beim RS4-Motor entschieden. Oder ich habe dann gesagt, komm, wir lassen das mit dem nicht hohen. Ne? Lieber einen saureren Motor als einen frisch gehohnten dreckigen. Ne? Genau. Also dieser Motor hat 2000 Kilometer, lief der mit den Kolben. Da sind ganz bestimmt neue Ringe drauf gekommen. Sehen gut aus. Die lief um die 2000 Kilometer. Aber hier ist aber noch ein Satz Reservekolben mit. Ja, kannst du nehmen. Kannst du woanders einbauen. Nee, achso, ich hole ihn. Kopfdichtung? Original. Reins geht auch? Reins oder L-Ring ist fast das gleiche. Können wir nehmen, ne? Ja. So, was haben wir sonst noch gemacht? Ja, nee, jetzt haben wir es eigentlich mit dem Thema Kopf geschafft. Also dabei, so für den Kunden, ne? Kurbelwelle drin lassen. Flansche dran lassen, Ölpumpe abschrauben, Kolben ziehen, Kolben entweder nur zum Ausdrehen zu mir hinschicken und Ausdrehen und Kolben könnte ich neu machen bei denen. Vor Ort kann derjenige nachholen, wenn er möchte. Das muss er gucken, ob er es hinbekommt. Mhm. Und dann wird das einfach so das Set wieder zurückgeschickt und wie du es jetzt machst, Kolbenpleuel einbauen. Fertig. Mhm. Eigentlich recht einfache Sache, ne? Ja. Wobei ich mache jetzt definitiv noch einen Fülldamper drauf. Mhm. Gut. Mhm. So, Zylinderkopf. Ja. Mit Absicht nicht bearbeitet oder ähnliches? Nö, haben wir nur revidiert, sozusagen. Dieser Kopf, den habe ich ja schon gemacht. Der hat nur die Ölkohle, habe ich da rausgeholt aus den Einlasskanälen. Mhm. Ich habe neue Auslassventilführungen, Auslassventile verbaut. Mhm. Ventilführungen verschleißen oft und Ventile weiß man nie, wie alt sie sind. Original waren Natriumgefüllte drin, die funktionieren ja relativ gut, außer wenn die brechen ja manchmal, sagen ja viele Leute, die Natriumgefüllten würden brechen.
Meistens ist der Grund, dass die Ventilfeder zu schwach ist und die am Kolben nicht schnell genug schließt und am Kolben berührt und dadurch diesen kleinen Schlag brechen sie ab. Das sind Mnemonic-Ventile, das ist eigentlich nur eine andere Markenbezeichnung wie Inconel, eine andere Marke. Also das sind neue Auslassventile, Serie. Einlassventile sind wahrscheinlich nur gereinigt und geschliffen. Sitze, Auslass neu geschnitten, Einlass nur eingeschliffen. Ja, das ist also von dieser Seite her, wird dann eigentlich nicht viel gemacht. Nur also geplant. Ist eigentlich nur auch revidiert, überholt, Abfahrt. Genau. Und was man beim TFS immer machen muss, ist verstärkte Ventilfedern. Genau, die haben wir auch schon drin. Genau. Das ist ein Supertech Ventilfeder-Kit. Du hast ja das Ventilfeder-Kit besorgt. Ich habe die Ventilfedern einzeln genommen, weil sie funktionieren ohne Probleme. Die ersten Kits von Supertech waren die Teller anders als die originalen. Die waren so nach oben versetzt. Gab riesen Probleme mit den Schwinghebeln, weil dann wurde von VW die Schwinghebel geändert. Die waren dann weiter runter, dann haben sich die immer berührt und sich gegenseitig sozusagen aufgeschabt. Dann hat Supertech es geändert. Jetzt ist die Einbaulänge der Feder genau die gleiche. Dementsprechend kann man den Titanteller weglassen und einfach nur die Feder nehmen. So mache ich es immer bei der Revidierung. Ich mache nur Federn, verstärkte Reihen auf Originalteller. Fertig. Das heißt, selbst wenn wir jetzt mit unserem relativ kleinen Turbolader, sage ich jetzt mal, einen recht hohen Abgasgegendruck haben, müsste die Feder aber auch hier reichen. Ja. Die reicht, ne? Ja. Ich weiß, dass bei so 200 PS Motoren, die anfangen so komische Geräusche zu machen, mit so einem Hybridlader bei 1,6, 1,5 Bar fangen die auf einmal an, dass die Ventile offen stehen und dass der Motor ein komisches Geräusch macht. Schon leider öfters gehabt und dann sieht man, oh, man braucht auf jeden Fall andere Ventilfedern. Ja, das habe ich immer dir empfohlen, weil da gab es oft Probleme, also persönlich habe ich immer Probleme gehabt mit den Dingern, dass die Hydros versagten, irgendwas klapperte und dass die Schwinghebel. Und dann habe ich die Schwinghebel gefunden, kommen auch von KS, die theoretisch sogar mit den anderen Ventilfeder-Kits funktionieren, weil es wieder so flach ist. Die Original VW sind jetzt hier so einen langen Bogen, haben die. Ja, das ist das Kit. Die sind jetzt aber, die sind jetzt wie Original oder ist da irgendwas dann anders? Die sind wie Original. Einfach nur wie Original, einfach nur neu. Genau. Okay. Und dieses Hydro-Element hier, was das Ventilspiel über Öldruck ausgleicht, das ist auch genauso wie Original. Das ist auch wie Original, ja. Okay. Also einfach auch nur für Revidierungszwecke neu gemacht. Weil ich meine, du hast mir gesagt, da ist irgendwas anders dran. Nur die hier. Ah, nur die, okay. Hier. Weil da war, die gab es nicht mehr zu kaufen, die flachen. Und, ja. Aber von der Übersetzung her ist alles wie Original. Gleich, genau. Alles gleich, okay. Ja, Dann haben wir noch so ein paar spezielle Lockenwellen dafür. Genau. Bist du damals auch mit Lockenwellen gefahren, Herr Sebel? Immer Lockenwellen hatte ich immer drin. Ich hatte aber immer die Standard-Lockenwellen. Habe ich noch nicht geschafft bei mir. Ich habe Catcams mir fertigen lassen mit anderen Steuerzeiten. Ich wollte die mal testen, aber ich bin noch nicht zugekommen. Ich weiß ehrlich gesagt sogar noch nicht mal richtig, was das für Wellen hier sind. Also, das sind ja auch alte von dir oder von Raffi? Ja. Also könnte entweder CDL sein oder könnte, müsste ich mit den Nummern gucken, aber egal, die würden beide funktionieren. Das sind Schrägnockenwellen. Schrägnockenwellen haben eine Kack-Eigenschaft, dass die Lagerstellen sofort einlaufen. Das ist Katastrophe bei den Dingern. Sind beides schräg, obwohl sie so unterschiedlich aussehen? Ja, ja. Okay, krass. Das kann ich dir nicht sagen. Das ist bestimmt nitriert. Das ist hier Flammen, also induktionsgehärtet, die siehst an den Anlauffarben. Das haben sie einfach anders gemacht dort. Ich habe gesehen, dass mit Original, die Schreck verkauft das so und verkauft Ventilfederteller, die einen Millimeter weniger Federvorspannung machen. Weil die TDL-Auslass-Nockenwelle macht so viel Hub, das würde die Originalfeder auf Bock pressen. Ja, ich verstärke die Ventilfedern, weil das Problem dort auftaucht. Mit den Schrägkombinationen, finde ich jetzt, entlastet man ja die Feder nochmal um einen Millimeter. Das heißt, gerade dieser wichtige Bereich, die Kraft auf dem Sitz, ist eher kontraproduktiv mit den Sachen. Deswegen, mit Schrägnockenwellen muss man eigentlich immer Federn machen, meine Meinung. Okay, cool. Ja, was sagst du? Ist das ein cooles Setup so? Wird das gut fahren? Ja, so haben wir auch drin. Ich habe da ja auch ein ganz gutes Gefühl bei, dass das so ein
so ein Allrounder. Ja, lustigerweise, die Nockenwellen sehen ja ganz anders aus, ne? Die Nocken. Weil es Rollenabnehmer sind, so sehen die aus. Aber auch hier ist ja auch so bauchig. Eine ist sozusagen hohl, sind die hier geschliffen teilweise. Mit einem Hydro natürlich nicht gehen, das würde alles kaputt machen. Aber mit so einem Rollenabnehmer funktioniert das. Das ist die Kombination, die würde ich so machen. Ja. Damit kannst du eigentlich relativ problemlos, ja, bis du es übertreibst und dann können wir einen anderen Motor bauen. Ist natürlich schon ein bisschen mehr als jetzt einfach nur Kolben-Pleuel tauschen oder nur Pleuel tauschen, ne? Das sind schon ein paar Teile, aber Sinn und Zweck der Sache ist ja, dass dieses Auto wirklich konstant und gut mit 450 PS fährt. Ja. Dann können wir das Ding nämlich ein paar Mal über die Rennstrecke scheuchen. Der eine oder andere hat bestimmt schon mitbekommen, Marius und so fahren das Auto auch immer gerne. Und ja, dann können wir das Ganze wieder zerlegen irgendwann mal und dann können wir ganz irgendwann in Zukunft nochmal einen krasseren Motor bauen. Aber erstmal anders wollen wir nicht zerlegen. Wir bauen den anderen. Du den einen aus und den. Und da kriegst du dann sozusagen meine Pleuelkolben rein und einmal einen Kopf gemacht, einen Kopf. Und dann sieht man nochmal, da kannst du mehr drauf. Los geht's. 8000. Rafa ist 8800, glaube ich. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Krass. Ja, so viel zum Thema Vierzylinder TFSI-Technik. Es wird nicht langsam. Ihr seht alles querbeet, was die Motorenpalette so hergibt. Wir müssen natürlich irgendwann mal auch was machen, was nicht VW, Audi oder Lambo ist. Nein. Mal gucken. Aber trotzdem hat mal wieder Spaß gemacht, wieder was gelernt. Und wir sehen uns das nächste Mal in Dortmund bei BP Motorentechnik. Tschö. Ciao.